Was fällt Ihnen zum Thema Ethik und Ehrengrundsätze ein? Hallo, grüß euch, da ist der Alex Wurz. Na, was ich weiß, gelten ja für die Mitglieder im BRV Standesregeln und der Ehrenkodex. Das gibt es in der Formel 1 auch. Ich weiß das, weil es mich ja in die GPTA gewählt gehabt haben, in die Grand Prix Drivers Association. Und da braucht man auch Regeln, an die man sich halten muss, das ist ganz klar. Man kann es durchaus vergleichen. Im BRV gibt es 600 Mitglieder, die sich an die Regeln halten. In der GPTA gibt es auch 22 Fahrer, die sich an die Regeln halten. Nur leider gibt es, wie beim Autofahren, auch in der BR-Branche leider ganz viele, die sich nicht dabei sind und sich halt an keine Regeln glauben halten zu müssen. Und das ist schade, weil dadurch entsteht natürlich ein Wildwuchs, der dem Image brutal schaden kann. Weil dort glauben sie, BR ist Werbung und Marketing in einem. Und auf der anderen Seite glauben sie, die Überholspur ist die zum Langsamfahren. Erklären Sie folgende Fachbegriffe der Branche. Public Affairs. Naja, das ist sozusagen ein öffentliches Bandschild, glaube ich, ne? Boilerplate. Die erzeugt den Anpressdruck am Heck auf den langen Geraden. Sehr, sehr wichtig für Setup. So eine ist David Coulthard einmal bei 330 km/h weggebrochen. Sie erinnern sich sicher. PR-Monitor. Naja, den hat jeder daheim am Schreibtisch stehen. Ist ganz klar, ganz einfach. Employer Branding. Das ist Niki Lauda am Nürburgring passiert. Pitches. Die stehen in den Startaufstellungen vor den Boliden und halten die Tafeln mit den Startnummern drauf. Lobbying. Das passiert nur in Hotels, unten im Eingangsbereich oder bei der Rezeption. In den Zimmern, da würde man dann von Rooming sprechen. Wie beurteilen Sie die Qualität und Professionalisierung der BR-Branche? Das ist relativ einfach. Die Qualität und die professionelle Arbeit geht Hand in Hand mit Evaluierungen sowie einem Kommunikationscontrolling. Das ist immer der erste springende Punkt. Das heißt, es gibt ganz klar Zielsetzungen. Das Problem dabei ist nur, dass es für den Beruf des BR-Beraters keine genau definierten Qualifikationskriterien gibt. Für ein freies Gewerbe. Das heißt, derzeit kann jede und jeder BR-Berater werden. So nach dem Motto, jeder, der lesen und schreiben kann, ist ein Kommunikationsexperte. Das ist aber ein absoluter Schwachsinn. Weil nur weil ich Auto fahren kann, kann ich auch nicht Formel 1 Pilot werden. Das ist mir ganz klar. Wobei andererseits, wenn ich mir unsere Bundesregierung im Moment anschaue, dann muss ich leider auch sagen, da beschleicht mich der Verdacht, dass das Thema Qualifikation sowieso komplett überbewertet wird. Also was soll das Ganze?